Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Planet Zoo. Ich bin Whisky for Lunch und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, beim letzten Mal hatten wir ja hier unser Bärengehege fertiggestellt. Und ich habe beim letzten Mal ja etwas ganz wichtig... Oh, ein VIP besucht. Euha. Hallo Euha. Immer ganz wichtig, VIPs immer persönlich begrüßen, gibt immer ein paar Blätter als Belohnung, nicht vergessen, weil man ärgert sich dann oder man braucht sie dann später nachher wieder. Ich hatte beim letzten Mal ja vergessen, ich hatte jetzt nur einen Techniker eingestellt. Ich stelle jetzt noch mal einen zweiten ein, aus dem einfachen Grunde, weil wir ja auch Technikforschung haben. Und gerade diese Technikforschung für uns doch einige größere Vorteile birgt, ne? Wie hier zum Beispiel später diese Solarkraftanlagen, die uns unheimlich viel Geld sparen an Stromkosten und so weiter. Deswegen sollte man die natürlich unbedingt sollte man die bauen. Okay, ich würde den Zoo ganz gerne immer in so Quadraten oder in so Quadranten bauen. Weil wenn man jetzt die Gehege hier um dieses Servicegebäude so drumherum baut, dann kann man für jeden Quadranten eigenes Servicegebäude bauen, kann die dann nachher auch wunderbar in Arbeitsbereiche untergliedern. Okay, Veterinärforschung abgeschlossen. Kann man die wunderbar in Arbeitsbereiche untergliedern und da auch die Leute wunderbar zuteilen. So, schauen wir mal, was wir... Futterfreischaltung Stufe 2, wunderbar, kurioses Lebensqualität durch Futter und Spielzeug. Okay, dann sollten wir da auf jeden Fall mal zu unserem Bären schauen, weil... Was, Artenbericht, Warnung, was haben wir denn für eine Warnung? Okay, ja, Futterspender. Okay, Futterspender ist leer, das haben wir schon gesehen. So, Tierpfleger rufen. So, jetzt lass mich mal schauen, wo war denn das? Wo konnte ich denn die Futterqualität? Ah, hier, Qualität 1. Gehen wir gleich mal auf Qualitätsstufe 2. Und wir schauen mal bei Gehegen. Okay, Grizzly Bear ist noch eingestellt. Wir haben hier die Möglichkeit, diesen Feuerwehrschlauchball zu bauen. Das ist wunderbar. Wir haben hier den fixierten Drehfutterspender. Okay, den tun wir auch mal. Wo sehe ich den denn? Den sehe ich vielleicht hier so. Okay, und das ist dann auch schon das, was wir erst mal freigeschaltet haben. Gut. Als nächstes werden wir uns jetzt darum kümmern, dass unsere Besucher zufriedengestellt werden. Das heißt, wir werden schauen, dass wir Geschäfte errichten, wir werden schauen, dass wir ein paar Bänke errichten, weil, ne, wie bei Planet Coaster, wer es gespielt hat, unsere Besucher sind da sehr mäkelig und nörgelig und die sind schnell müde und haben keine Lust mehr zu laufen und von daher sollte man da immer relativ zeitnah reagieren. So, ich würde tatsächlich schauen, dass wir, sind die jetzt richtig ausgerichtet? Jetzt muss ich mal schauen. OP. Was haben wir denn noch? Ein Souvenirladen. Jetzt gerade, das ist schon gerade, ne? Infostand bauen wir hier natürlich auch noch hin. Moment. Okay. Dann brauchen wir da natürlich auch noch einen Weg lang. Rasterausrichtung.
Okay. Warum? Naja, jetzt dockst du an, okay. Okay. Ja, das ist. Ja, passt ungefähr vom Abstand. Mir passt noch nicht so ganz vom Abstand. Aber gut, wir lassen es jetzt mal so. Lass mich mal schauen, haben wir denn jetzt Verkäufer? Zwei Stück. Eins, zwei, drei, vier Stück. Okay, Verkäufer sind schon da. Die müssen halt bloß hier noch Mitarbeiter. Ach, kein Strom. Okay. Das war ja das Problem mit der Reichweite. Reichweite 80 Meter, okay. Jetzt muss ich mal schauen, wenn ich den. Ja, ich könnte den so schieben, dann. Muss ich den leider so erstmal verschieben, weil das heißt, wir brauchen natürlich einen Mitarbeiterweg dahin, weil. Ach Mist, jetzt habe ich den Mitarbeiterweg auch auf 7 Meter gemacht, ne? Ah, verdammt. Eigentlich brauche ich ja keinen so breiten Mitarbeiterweg. Verdammt. Okay. Das müssen wir. Ja, das beheben wir später, das Problem. Weil wichtig ist jetzt natürlich erstmal unsere Gäste, dass die zufrieden sind. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt natürlich noch. Mülleimer. Das ist bei Bänke, Mülleimer und Co. Okay, Recycling-Container? Okay. Warnschild nicht füttern. Warnschild nicht stören. Ernsthaft, muss ich da jetzt wirklich an den Gehegen noch Schilder hinstellen, dass man die Tiere bitte nicht füttern soll. Das kann doch nicht deren Ernst sein. So, dann brauchen wir Bänke. So. So, schauen wir doch mal, was unsere Besucher hier. Oh, Spenden für den Grizzlybär 1340. No, sehr schön, sehr gut. Okay, wie sieht's bei den VIP aus? Jano Niebrück. Hallo, herzlich willkommen. So, was haben wir hier? Veterinärforschung abgeschlossen. Wunderbar. Weiter. Das Zoo hat wenig Geld. Okay. Okay, Beschäftigung durch Spielzeug. Schauen wir mal schnell, Gehege. Ah, das Windspiel. Ja, das Windspiel, das ist auch mal ganz. Das sehe ich denn hier. Okay. Ja, der Zoo hat wenig Geld. Das ist, okay, lass uns mal schauen. Kontinuierliche Abgaben, 4000 Käufe, Steuern, Einnahmen,
Ja, das wird ja jetzt. Das wird ja jetzt deutlich besser, weil unsere Besucher ja jetzt auch, ne? Da sollte ich hier vorne auch noch Geschäfte hinbauen, aber dann habe ich halt auch wieder das Problem. Ja, Zoo hat wenig Geld, ich weiß, ich weiß. Was haben wir denn? 1700 Kondens fallend. Haben wir uns mal wieder ein bisschen verspekuliert. Wie mir scheint. Bildung, Einrichtung, Veterinärforschung, Mitarbeiter, Tiere. Zoo-Übersicht, Gäste. Der Zoo wirkt ziemlich klein, ja. Der Preis für das Zoo-Ticket ist einfach klasse. Was kostet denn unser Zoo-Ticket? Unser Zoo-Ticket kostet 3 Dollar. Was müssen wir denn jetzt wohl mal. No. Machen wir das auf 5 Dollar für Erwachsene und auf 3,50 auf 4 Dollar für Kinder. Sauberkeit des Geheges stellt ein Krankheitsrisiko dar. Warum? Ich habe zwei Tierpfleger. Warum? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Okay, Tierpfleger rufen. Ach, der ist schon da. Okay. Verirren sich jetzt ein paar Besucher mal hier hin? Ja, die ersten Besucher verirren sich jetzt hier hin und, genau. Sehr schön, sehr schön. Also Herrschaften, Sie dürfen auch gerne diese Spendenboxen hier ausgiebig benutzen. 900 Dollar, 2500, 140 und da ist nix, okay. Was haben wir hier noch? Ja, Zoo hat wenig Geld. Veterinärforschung abgeschlossen. Wunderbar. Weiter. Beschäftigung durch Spielzeug. Lebensqualität durch Futter. Okay. Schauen wir uns gleich mal an, was wir für den Grizzlybären noch Neues dazu haben. Oh, Schneeball. Großer fixierter Drehfutterspender hatten wir schon. Großer Ball. Ja. Und. Ach, Kräuterwitterungsmarkierung. Okay, die sind natürlich auch, ja. So. Ich würde mal sagen, die sind jetzt so richtig rundum zufrieden, ne? Ah, Nachwuchs erwartet am. Ja, 2, sehr schön. Da kommt der Nachwuchs. Das freut mich doch sehr. So, jetzt ist die große Überlegung, was für Tiere könnten wir noch bei uns einquartieren, die einigermaßen dallscharf. 12 bis 16 Grad 2. Dallschaf braucht nicht viel Platz. Dallschaf braucht nicht viel andere Voraussetzung. Das wäre noch eine Option, ja. Was kosten denn Dallschafe? Lass uns mal schauen. Alle Filter zurücksetzen. So, jetzt müssen wir erstmal wieder suchen, wo wir denn das. Da ist Dallschaf, okay. Bitte. Inspektor kommt in 7 Monaten. Ja, lass ihn kommen.
Okay, ja. Können wir uns nicht leisten. Ein Weibchen, das könnten wir uns leisten. Ist halt auch schon betagt da, aber wir könnten es uns leisten. So, jetzt sagen wir mal, wir wollen nur Männchen. Okay, also ich sehe gerade schwarz für die Dall-Schafe, weil wir uns die einfach nicht leisten können. Grizzlybären, naja, gut. Nein, wir können momentan keine Dall-Schafe einquartieren. So, es wäre halt sehr wünschenswert, wenn noch einige Besucher da den Weg drum schaffen würden. Aber das ist wahrscheinlich, die sind jetzt zu weit weg, die Geschäfte, vermute ich mal fast. Programm, Finanzen. Finanzen. Ja, Einnahmen, kontinuierliche Ausgaben, Käufe, okay. Ja, wir müssen jetzt uns ein bisschen gedulden. Ich schau mal, was so ein Laden kostet. Okay. Kann ich mir nicht leisten, kann ich mir nicht leisten. Ist mir 2000 zu teuer. Ist alles zu teuer. Das ist weniger schön. Ja, da stecken wir jetzt gerade in einer kleinen Krise, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das wieder geregelt bekommen. Okay, pass auf. Abreißen, entfernen. So. Dann tun wir jetzt hier Getränkeladen. Getränkeladen läuft immer. Okay. Okay. Dazu Imbissladen, den können wir uns noch nicht leisten. Aber wir können beim GoPi, können wir uns mal die Preise anschauen. Zwar tun wir überall 50 Cent drauf. Dann schauen wir einfach, wie die Leute drauf reagieren. Notfalls können wir da immer noch, denn oh, man sieht, ja, sie stehen Schlange. Gut. Das ist eine Sache, die läuft immer. Getränke und Essen. Und das läuft wahrscheinlich so gut, dass wir da gleich nochmal einen zweiten Bulpi Soda daneben stellen könnten. Und okay, der Preis für das Ticket des Zoos, was ist fair? Zeit nach Hause zu gehen. Der Zoo ist wirklich ziemlich klein. Ich wünschte, ich könnte einen Imbissstand finden. Okay. Okay. Dann tun wir halt den Imbissstand noch umverlegen. Erstmal. Okay. Dann tun wir die jetzt erstmal hier hin.
Ja, ich habe da ehrlich, ich habe da ein bisschen zu großzügig wieder geplant. Passiert. Chief Beef. Tun wir hier noch einen Looney Bloons hin. Wunderbar. Und beim Chief Beef, wichtige Warnung, erfordert Ihre Aufmerksamkeit. Verkäufer, kein erreichbarer Mitarbeiterraum. Ja, Leute, dann müsst ihr euch mit der Pause mal ein bisschen absprechen und nicht alle auf einmal in die Pause gehen. Das gibt's ja wohl nicht. Wenig Geld. Ja, Forschung abgeschlossen. Wunderbar. Ja, jetzt muss ich aber erstmal hier Chief Beef managen. Cent drauf. 50 Cent drauf. Kosten in allen Läden angleichen. Wunderbar. Looney Bloons. Und immer dran denken, es ist ja für die Tiere. Na? Es ist ja für die Tiere. Wir machen uns ja damit nicht die Taschen voll. Es ist ja nur für die Tiere. Und, und alle synchronisieren wunderbar. Jetzt muss ich doch mal schnell nachschauen. Grizzlybären waren, glaube ich, ja gut, die kamen ja aus nordamerikanischen Gebieten. Die sollten eigentlich keine Probleme mehr. Minus 10 bis 28 Grad, okay. Die haben da noch gar kein Problem damit. Ja, und man sieht's. Sie stehen Schlange. Sie stehen Schlange. Es ist der Wahnsinn. Genau, Mülleimer müsste ich hier noch hinbauen. Die fehlen hier eindeutig noch. Pläne zum Müll. Mülleimer, danke. So. Gut, dann haben wir eben halt direkt am Eingang so die erste Fressmeile. Worthless Veggie, hallo, herzlich willkommen, danke für die 20 Blätter. Herausforderungen, Gehegetiere aufnehmen, Gästeanzahl, Gewinn aus Souvenirverkäufen. Okay, da sind wir dran. Ja, Hände schütteln hatten wir doch gerade schon. Genau, haben wir bekommen. Wunderbar. Gut, was sagen meine Zahlen? Okay, unsere Finanzen sehen deutlich rosiger aus. Deutlich. Das ist gut. Marketing. Brauchen wir Marketing jetzt schon am Anfang? Ich würde sagen, eher nicht. Das Geld, das sparen wir uns lieber. Okay, aber auf jeden Fall ist da schon mal voll. Und da können wir denn, sofern wir hier das zweite Gehege haben, können wir denn da noch mal was hinsetzen? genau, ich wollte schauen, was meine Tierpflegerhütte Klein Werkstatt. Genau, das ist der Mitarbeiterraum Klein. Okay, da ist einer drin. Das sollte passen. Gut, wunderbar, die schmeißen ihren Müll da rein. Achso, sollte ich vielleicht hier noch einen Infostand hinbauen? Die Regenschirme verkauft. Veterinärforschung abgeschlossen. Wunderbar. Schauen wir uns gleich in der Forschungsverwaltung an.
Infozentrum. Ihr verkauft hier Aufnahmepaket, Audioguide, blauer Schirm, ja wunderbar. Dann haben die Leute ihre Regenschirme, dann okay, Veterinärforschung abgeschlossen. Wunderbar, Grizzlybär. Tatsächlich würde ich aber sagen, solange wir vom Geld her ein bisschen knapp sind, würde ich ganz gerne. Ja, mach mal zu. Wir haben sowieso 1, 2, 3, 4 Geschäfte und 1, 2, 3, 4. Das gibt's ja gar nicht. Bei Planet Coaster war das damals so, wenn ein Geschäft verkauft wurde, dann wurden die Mitarbeiter da mit entlassen. Nein, das hat man jetzt bei Planet Zoo irgendwie nicht gemacht. Warum auch immer, ich weiß es nicht, warum Frontier da einfach von ein paar bewährten Sachen weggegangen ist. Hat man aber an mehreren Punkten, wo man sagt, so, das ging bei Planet Coaster, ging das, warum geht das hier nicht? Andrea Dowd, Tierärztin, okay, und du wirst jetzt auch leider entlassen, weil, ne, 1100 ist verdammt viel Geld. Wir brauchen momentan nur einen Tierarzt. Okay, so, was haben wir jetzt hier? Sauberkeit. Sauberkeit 52%. Warum tust du? Okay, du tust nur füttern. Wo ist denn der zweite Tierpfleger? Wo ist denn mein zweiter Tierpfleger? Moment. Tierpfleger. Rose Starks, du bist wo? Hallo? Ah, da bist du. Du tust nur Gehege reinigen. Und du tust nur füttern, richtig oder richtig? Richtig, sehr schön. Wie sieht's denn bei der Arbeitsauslastung aus? Okay, du hast ihr habt relativ viel Arbeit, ne? Tue ich euch eine Fortbildung spendieren? Also gerade bei den Verkäufern mache ich das, weil die da doch recht, man sieht's. Alles voll, außer Chief Beef, ist alles voll. Okay, so, Gehegesauberkeit, ja, ich denke, da wird jetzt gleich ein Tierpfleger kommen. Ich hoffe es doch mal ganz stark. Okay, der füttert. Ja, Gehegesauberkeit, ich weiß. Tierpfleger rufen. Zoo hat wenig Geld, okay. Was haben wir hier noch? Das war das. Was haben wir hier? Krankes Tier entdeckt. Tularemie. Ah, das Jungtier, okay. Aber zumindest haben wir schon mal ein Jungtier, das ist schon mal gut. Okay, das hat mich jetzt wieder komplett aus dem Konzept gebracht. Aber ich würde sagen,
wir stoppen für heute hier an der Stelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Einschalten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal werden wir dann weiter schauen, wie wir unsere Finanzen in den Griff bekommen und wie wir denn die nächsten Tiere bei uns im Zoo begrüßen können. Oh, schaut mal hier, sogar zwei Jungtiere. Das ist ja cool. Okay, aber also vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal mit Planet Zoo. Tschüss.